die Situation leben können und dass wir da tatsächlich wieder irgendwie eine kleine Rumpelte leben von mir aus. Auf jeden Fall, wir glauben, dass die Festplattenabgabe nicht der richtige Weg ist, sondern eine sehr kurzsichtige Lösung. Ja, und wir werden es dann losgehen. Ich bitte dieses Transparent ganz nach vorne. Oder One Flex sind, sondern eher am Rand verteilt. Ja. Jemand von der hochverehrten Austromechaner hier im Büro ist, aber wir wollten irgendwie auch nochmal Hallo sagen und ja, vielleicht auch zeigen, dass wir irgendwie mit gewissen Aktivitäten, die hier in diesem Haus gesetzt werden, nicht einverstanden sind. Gleichzeitig aber, obwohl es heute zwei Demonstrationen gibt, ein Gesprächsangebot aussenden. Weil wir glauben, ein neues Urheberrecht muss wirklich gemeinsam gemacht werden und von allen Seiten. Und da wären auch die Verwerter mit am Boot. Hauptsächlich geht es dabei zwar nicht um sie, sondern um die Künstler und um die Konsumenten. Aber auch die Verwerter, auch wenn es manchmal so wirkt, sollen sich nicht ausgeschlossen fühlen und können auch gerne mitdemonstrieren mit uns. Für ein faires Urheberrecht! Unsere Platten! Unsere Platten! Ja, ja, wir können. Die Führerin kann ich für keinen, oder? Für ein faires Urheberrecht! Für ein faires Urheberrecht! Für ein faires Urheberrecht! Diesem Ministerium gerade drei Arbeitsgruppen dran an der Novellierung des Urheberrechts in Österreich. Und die drei Arbeitsgruppen sind einmal die Festplattenabgabe, das, was wir wahrscheinlich alle kennen, und dann aber noch zwei andere. Gut, wer möchte noch was sagen? So, nachdem ich mein Auto nach kurzem Suchen nun wieder gefunden habe, ja, kurzes Resümee sozusagen. Also, die Stimmung war durchwegs eigentlich sehr lauernd. Einmal bin ich, da wäre mir fast die Hand ausgerutscht, nämlich, da, ich war halt habe ein paar Zettel in der Hand gehabt, habe die halt versucht auszuteilen an die Passanten sozusagen und gehe dann zu so ein paar, weiß nicht, ich glaube, es waren irgendwie so drei so Businessmänner oder was. Ich halte ihm so einen Zettel hin und schaue halt freundlich wie immer natürlich und dann irgendwie meint das sowas wie, na, er darf das jetzt nicht annehmen und wir sollen lieber arbeiten gehen oder wir sollen lieber, wie hat er das gesagt, geht's lieber hakeln oder geht's lieber irgendwie so in der Richtung. Also da habe ich mir gedacht, ich habe mir dann gedacht, ne, nicht zum Diskutieren anfangen, es ist ja wurscht. Aber ich verstehe es, ich arbeite bis 16 Uhr, also ich war bis eigentlich 17 Uhr in der Firma, bin dann nachher direkt zur Demo gefahren. Auf jeden Fall sehr mühsam und jedenfalls habe ich mir gedacht, das gibt's ja nicht, weil... Ziemlich krasse Sache, weil ich reiß mir hier den Arsch auf, ich fahre nach der Firma extra dorthin, damit er dann günstig noch seine Festplatten kaufen kann, im nächsten Jahr vielleicht. Und, oder seine Kinder oder seine Enkelkinder dann vielleicht noch günstige Festplatten kriegen, ohne diesen ganzen scheiß Abgabenzeugs, und da sagt er sowas. Also, er wusste wahrscheinlich nicht, worum es geht, er hat wahrscheinlich gedacht, es geht um irgendwas anderes, keine Ahnung. Aber das hat mich ziemlich geärgert, sonst die besten Sprüche waren sowas wie, ja gut, habt ihr jetzt eh gehört, also für ein freies Urheberrecht, für ein faires Urheberrecht, so in der Richtung. Ich habe mir noch gedacht, Festplattenabgabe ad acta wäre noch ganz nett gewesen. Ja, also damit das nicht irgendwie zu Missverständnissen oder so führt. Ich bin nicht gegen das Urheberrecht oder glaube nicht, dass sonst irgendjemand dagegen ist, sondern einfach nur gegen das prinzipielle Konzept, weil zum Beispiel jetzt Festplattenabgabe. Okay, jetzt wollen sie das zum Beispiel einführen, dass man, keine Ahnung, pro Gigabyte, weiß ich nicht, so und so viel Euro halt dann zahlt, also damit das halt prozentuell ist. Gut, auf der anderen Seite gibt es aber verschiedene Kopierschütze, Kopierschutzmechanismen, DRM und so weiter. Also was soll das? Auf der einen Seite
wird dafür halt quasi jetzt Geld eingehoben, dass man das halt quasi ausgleicht oder so in der Richtung. Und auf der anderen Seite versucht man sowieso immer mehr, es nicht kopierfähig zu machen. Gut, dann das nächste ist halt diese Pauschalbeschuldigung, sowas wie, du kaufst eine Festplatte, du ladest illegale Sachen unter. Oder du kopierst illegale Sachen. Aber hey, ich habe über 1 Terabyte selbstgedrehte Videos, wo soll ich die speichern? Und das ist halt das nächste, oder weiß ich nicht, Fotografen oder sonst irgendwie Künstler, also das ist halt, wenn die jetzt selbst dann Festplatten kaufen, zahlen die Urheberrechtsabgabe und finanzieren die dann andere Künstler damit? Wie genau ist das? Und zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht sollten die Sachen irgendwie anders konzipiert sein, sowas wie, es gibt keine Strafe auf Kopieren, sondern es gibt die Strafe dann, wenn man die Quelle nicht nennt oder wenn man den Urheber nicht nennt oder irgend sowas in der Richtung, dass man sich hier irgendwas Schlaues überlegt. Und wie gesagt, Festplattenabgabe kann irgendwie nicht die Lösung sein, weil nicht jeder, ich meine, vielleicht, was wäre mit so einer Art Konzept, wenn, dass es so eine Art Pot gibt, in dem man einzahlen kann, wenn man das Gefühl hat, Künstlern allgemein oder einen bestimmten Künstler Geld zukommen lassen möchte. Ich glaube, dass das funktioniert, weil ich glaube, dass eigentlich die meisten Leute zum Beispiel ein sehr gutes Bewusstsein dafür haben, wie viel etwas wert ist oder wie viel Geld irgendwas kostet. Ich glaube, es gibt einen Friseur oder so in Wien, glaube ich, der das vielleicht anbietet. So in der Richtung so, zahl dann nachher, was du willst. Oder es gibt einen Internet-Webspace-Anbieter, der das so macht. Du bezahlst einfach den Preis, den du dafür wertschätzt und so weiter. Und das sind halt so Konzepte. Ist in dem Fall vielleicht nicht das Passende, aber irgend sowas, dass man das ein bisschen auf die Fairness der Leute legt. Oder also wie gesagt, ich bin ja selber Urheber und ich bin auch dafür. Aber es müsste halt das Konzept anders sein und irgendwie die ganzen Geschäftsmodelle halt nicht so sein. Und wie gesagt, also Geschäft, es ist immer ein Geschäft auch für diese Verwertungsfirmen und so weiter. Die Künstler selbst haben oft dann selbst eher wenig davon, was man so mitbekommt. Ja, das noch dazu. Gut, jedenfalls, ich werde jetzt heimfahren und noch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.